Alliances turn to ban. So, genau, mit Alliances Turn to Ban beginnen wir das letzte Spiel in der John Dota Masters Viertelfinale zwischen Alliance und Four Anchors und Sea Captains. Alliance hat letztes Spiel gezeigt, dass sie doch noch da sind. Irgendwann jemand noch in diesem Kopf drin ist. Und sind stark zurückgekommen mit Wisp und Chen Plays. Was auch super ihr Spielstil ist. Tja, aber nachdem sie im ersten Game so stark gegen Frankens und Sea Captains verloren haben, ist dieses Spiel komplett offen. Was ich aber sagen würde, ist, Alliance haben zurück in dieses Spiel gefunden. Ist jetzt kein Navi, würde ich sagen, würde, okay, das erste Spiel verloren heißt, dass sie auf jeden Fall dieses Spiel gewinnen werden, weil sie 2-1 gewinnen werden, wie immer. Aber Alliance haben hier doch, sind, glaube ich, aufgewacht. Und das letzte Game wird zum einen natürlich entscheiden, weil, ja, so sind die Regeln, aber wird auch vielleicht knapper werden oder wesentlich eindeutiger als für Alliance. Im letzten Game ist es runtergespielt quasi und es könnte gut sein, dass es dieses Game, besonders mit einem Loader Juggernaut, vielleicht noch eindeutiger wird, weil sie aufgewacht sind. Oder sie kriegen einen schlechten Draft, sind noch nicht ganz, oder ja, hatten jetzt gedacht, dass es gut geht und dann verlieren sie doch wieder. Wer weiß. Auf jeden Fall, Vorankers und Sea Captains haben die wahre Stärke von Alliance eben zu spüren bekommen. Haben gesehen, dass nichts geht. Haben es versucht, haben aber nichts hinbekommen. Und sind vielleicht deshalb ein bisschen demotiviert oder sind halt jetzt motiviert, um zu sagen, okay, jetzt nehmen wir unser Ding durch. Und jetzt geht's erst richtig los. Tja. Ex-First Band von Alliance. Pykard wird wahrscheinlich oder anflennen. Why you know X, but me X? Loda wird zurück sagen, sind nicht mehr in Mouseboards. Und wird sagen, wir bannen diesen Noob-Helden. Und geben, ja. Empire von drüben sagen wird, ups, Noob-Held. Das läuft doch eigentlich. Tja, aber Chen wieder. Ake Chen, ein zweites Mal, weil es ja gut so gut funktioniert hat. Juggernaut diesmal auf der anderen Sache, auf der anderen Seite. Aber Scareth Mage und Slark, zwei Helden, die doch gut snowboarden können. Frage ist natürlich, wie das Ganze mit dem Support und mit dem Setup für den Scareth Mage aussieht. Und Slark muss halt auch erstmal fett werden. Außerdem, die ganzen AOE-Stunts von Chen, tut Slark auch ganz gut weh. Denn kann er nur begrenzt Dark picken. Und im Shadow Dance ist es halt auch nicht so dolle gestunt zu werden, denn das funktioniert. Wenn auch nichts anderes funktioniert. Ogre-Bahn von Alliance, okay. Ist stark, hat man im Game 1 gesehen, das stimmt. Auch mit Slark zusammen, gar nicht mal so schlecht. Wobei Slark eher das Problem hat, dass er bei 522 Movement Speed aufhören muss. Im Gegensatz zum Bloodseeker, der auch wieder gebannt wurde. Ach, schön. Aber vor allem die Sea Captains müssen halt jetzt ernst spielen. Mit dem Moment kann ich einfach mal so First-Ban-Techies machen. Jetzt muss wieder ernst gespielt werden. Mal gucken, ob sie das können, ob sie wieder zurückkommen. Oder ob Alliance einfach den Tisch mit ihnen aufwischen wird, weil sie jetzt wach sind und weil sie gesehen haben, okay, vor allem sie können doch was, also lass mal hier ernst spielen und Doppel-Chain auspacken und stompen. Sky Slark. So sieht's aus. Reserve Time wird wahrscheinlich noch komplett voll verspielt werden. Und dann wird es irgendwann weitergehen. Naja. Haben auf jeden Fall morgen, wie eben schon mal angekündigt, aber jetzt ist irgendwie 5 Stunden später, kann man es nochmal sagen. Wir haben morgen die Matches in den Joy Dota Masters zwischen Moskau 5 und Gol um 20 Uhr. In 20 Stunden, also um 17 Uhr. Und Team Tinker versus Album Sheet in 23 Stunden,
also um 21 Uhr. Geht ein bisschen später los, eine Stunde später. Game Online ist Gol. Hat sich denn da wieder zusammengesetzt? Ah, kenne ich nicht. Na gut. Beastmaster Pick von Vorenkers und Sea Captain. Wollen irgendwas, um den Juggernaut zu kontrollen. Ist eine gute Wahl. Außerdem kann man ganz gut Leute scouten mit dem Beastmaster und die Axes sind natürlich auch ganz gut für eine größere Minion-Army down zu bekommen. Außerdem das Displacement von dem Raw ist halt auch ganz cool, um Minions aus dem Weg zu bekommen und vielleicht für ein Pounce den Weg frei zu machen oder sowas. Aber ja, Raw und Mystic Flair sollten ganz gut zusammen reinhauen. Die Frage ist halt nur, wie viel Farm Beastmaster bekommt, denn es ist meistens ein doch recht schlechter Offlaner. Das ist halt so das Problem. Und ja, nur Engines farmen ist halt ein bisschen zu schade für den. Tja. Luda muss jetzt was picken. Hat noch eine Wahl. Oder zwei. Oder drei. Und es ist ein Lion, okay. Ja, mit Lion kann man Slug doch ganz gut fingern. Scarlet Mage ist auch recht squishy. Beastmaster jetzt nicht so, aber Beastmaster ist der ja uninteressant, hat einen Stun und mehr nicht. Gibt Schlimmeres, ne? Aber gegen Slug und Scarlet Mage ist Lion schon eine ganz gute Combo. Und mit Combo meine ich Hero. Ist halt witzig, dass der Draft ist halt immer so die Stelle, die irgendwie am uninteressantesten so generell ist. Und in Video on Demands skippt es jeder oder viele. Das Lustige ist, das heißt, mein einziger Job als Caster ist es, Leute zu motivieren, Leute bei der Stange zu halten, dass sie eben nicht abschalten, bis der Draft vorbei ist oder generell einfach gehen. Was super gut funktioniert, wenn ich halt selber keinen Bock auf den Draft habe und einfach nur weitermachen will. Es funktioniert super, weil irgendwie niemand will hier sein, aber alle sind halt irgendwie hier. Das Problem ist, die Zuschauer, ihr, könnt weggehen. Bei mir wäre das ein bisschen unprofessionell. Jetzt einfach so, ja, der Draft dauert noch 5 Minuten, ich gehe mir meine Schrippe schmieren. Aber nur ein bisschen unprofessionell. Ah, Templar Assassin. Okay, ja. Psyblades gegen Chen, vielleicht. Ansonsten cooler Held in der Mitte. Vielleicht forcen sie sogar damit einen Veno Counterpick. Haben jetzt hier doch die Möglichkeit, Veno wäre gar nicht so schlecht, glaube ich, mit Wards und Chen zu pushen. Aber, mal schauen, auf jeden Fall ist Templar Assassin und Slark sind die nötigen Zutaten, um einen schönen, Snowball zu erzeugen. Apropos Snowball, vor allem Kasten C-Captain fehlt noch ein Support. Apropos Snowball, da gibt es so einen Support. Der ist ganz toll, habe ich mir sagen lassen. Nein, ich mag ihn nicht. Aber manche Leute schwören noch drauf. Unbedingt rein Snowballen. Aber ja. Das Beste an dem Helden ist sowieso wieder gefixt oder genervt worden, nämlich Minen in den Snowball reinzutun. Zugegeben, nein, es war absolut nicht immer. Nein, es war absolut kein Buff. Aber es war schon witzig den ersten Tag. Tusk und Techis irgendwie First Pick in jedem Pub. Hingestellt, Minen gelegt, First Blood. Nichts dagegen tun. Nichts. Tja. Leshrac. Nice. Carry Leshrac. Oh, Alliance. Schön gemacht. Das freut mich. Ich als alter Dota 1 Leshrac Mitte-Spieler gegen Bots freue mich doch sehr darüber, dass eigentlich mein ältester Hero hier mal wieder auftaucht und das noch als Carry in der Mitte wahrscheinlich. Cooler Scheiß. Oder es wird Line gefarmt wird. Das wäre langweilig. Außerdem mit dem Finger gegen eine TA ist das halt so eine Sache.
gegen Slark, ja, aber der kann es halt auch, nein, nicht dodgen, aber der kann halt Invis vorher werden, dass er nicht genutzt wird, und Scareth Mage lohnt sich nicht. Von daher, außerdem haben sie nichts, um zusammenzuziehen, von daher kann das schon ein ganz guter Leshra Carry werden, außerdem gegen TA ist er auch ganz gut. Das Edikt mit einigen Damage-Instanzen, die hintereinander kommen. Außerdem halt natürlich seine Nova. Ist ein ziemlich guter, ziemlich cooler Pick. Gut ist ja bestimmt. Wahrscheinlich wäre Veno besser, aber ist ein cooler Pick. Tja, 4SC müssen jetzt irgendwas picken. Am besten irgendwas, was gegen Squishy Helden. Gut, Leshrac wird nachher nicht mehr so Squishy, aber irgendwas, was klarkommt. Okay, ein Abaddon ist es. Aber auf jeden Fall kann man damit gut Stunts blocken. Oder Stunts wegnehmen. Und es ist mein Support, der nicht so einfach downgenuked wird. Vielleicht sehen wir aber auch... Nein. Carry Abaddon. Funktioniert auch ganz gut. Sonst gegen Juggernaut Omnislash. Wo du direkt wieder vor das Leben bist, wenn er dich einmal Omnislasht. Hast einmal ein leeres Leben und einmal wieder volles Leben. Und eigentlich ist nichts passiert. Das heißt, du nimmst den kompletten Omnislash raus. Auch cool. Hm. Aber das tust du auch als Support, von daher ist es wahrscheinlich egal. Und Legion Commander als letztes. Offlane Legion, Leshrac Mitte, Lion Chen, Support zusammen mit Juggernaut. Ja. Juggerloader, Pikert, Mitte Leshrac. Nick war offlane? Anscheinend mit der Legion. Oder kann der im gegnerischen Jungle sein? Chen geht in den freundlichen Jungle. Naja. Aki hat letztes Mal den Line übernommen. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein Aki-Chen ist. Es sei denn, EGM hat gesagt, ja, jetzt bist du ein bisschen langweilig, ich habe zu wenig zu tun gehabt. Gib mir mehr den Chen. Außerdem, letztes Game hattest du voll wenig Micro. Deshalb mache ich das mal. Kann natürlich sein. Mit dem Picken dauert das immer ein bisschen... Mal schauen, wie sie es spielen wollen. So. Ja, coole Scheiße. Aber erstmal Feuerkassen Sea Captains mit doch eher mit normalen Heroes und Lanes. Wir haben Boogie als Beastmaster auf der Offlane. Nemphy in der Mitte als Temple Assassin. Valix Support unten auf der Lane als Scareth Mage. Matoma Man als Slark. Und Trixie muss halt mal gucken, wohin mit dem Abaddon geht. Mal schauen, ob er jetzt Dual Lanes macht. Aber die Mitte ein bisschen supportet. Aber ein bisschen roamt. Oder aber dann doch im Endeffekt auf die Bottomlane geht. Geht aber jetzt erstmal top, um halt vielleicht Leute zu retten vor dem First Blood. Wenn sie hier unbedingt die Rune haben wollen und dabei. Ja, down gehen. Man könnte hier den Hawk spawnen und da oben drauf stellen. Aber Cooldown, Hawk Health. Hawk Duration 60 Sekunden könnte man tatsächlich tun. Oh naja. Noch nicht. Boah, ausgepackt. Und Staredown. Meanwhile, auf der Seite von Alliance haben wir Loda, der tatsächlich auf die Offlane geht. Also wieder ein bisschen aggressive. Ja, Ake. Signature Chen. Nikva. Legion Commander Solo. EGM übernimmt den Line und Pikert in der Mitte auf dem Leshrac. Tja. So sieht's aus. Und anscheinend wird das ein Offlane-Jugger und ein Carry. Carry Legion. Mit Doppelboars will man sich vielleicht nicht anlegen. Und deshalb kriegt tatsächlich Booger hier die Rune und Trixie bleibt vielleicht bei ihm. Ist sich nicht sicher. Tja, mal schauen, ob hier Boars vorbeikommen. Nein, Boars kommen auch nicht zum vorbei, um halt direkt zu blocken. Von daher geht er einfach hier selber hin und steht... Schöne Sentries. Der Boar blockt halt auch das erste Spawn. Cool gemacht und ja, Aki ist aber schon im Weg in den gegnerischen Dschungel. Der Arme. Diesmal keine so gute Chen-Lane. Loda battelt sich zusammen mit Valix. Und ups, da ist auf einmal EGM und Valix wird unser First Blood. Bam. Oh, EGM, schöner Snipe hier. Ah, Killsteal allein. At its best. Tja, vorher sie hat er absolut nicht gerechnet, dass sie da nicht alleine auf der Lane sind. Aber EGM ist immer bei Loda. Und so wird es tatsächlich der komplette Dschungel eingenommen. Wards gestellt, sodass Ake da einigermaßen okay farmen kann.
Und dann, ja, geht's los, geht nach dem Dschungel übernehmen. Und Slark hat hier so, ja. Ist halt nie vor Gangs sicher. In der Mitte haben wir Nemphi gegen Pykat. Und tatsächlich, Pykat hat gerade mehr Lastits. Aber dass er die Lane gewinnt, ist noch nicht gesagt. Holy shit. Ja, Loda war irgendwie gar nicht in der Nähe. Und EGM hat jetzt 2-0. Easy Fights, einfach nur ein Hex und Kill. Wobei der Hellbearer Smasher ja nicht ordentlich angezeigt wird. Den er, glaube ich, auch geklappt hat. Ja, mein Tumor Man. Ja, kann einfach nur weglaufen. Die Lane ist doch sehr weit verloren hier für 4SC. Aber vielleicht können sie mit Boogie was ausmachen. Trixie, gut, TP't wieder nach unten. Wollen also doch die Duel Lanes dann vielleicht aufgeben. Ist sinnvoll. Denn sonst wäre das Ganze ganz einfach für Alliance. Ja, Loda farmt. Pykat farmt. Boogie tatsächlich aber auch. Natürlich hat auch mit dem Boar ganz angenehme Zeit hier Nikva zu harrassen. Aber gut, auch nicht zu viel. Slowt ihn halt ein bisschen. Aber ansonsten ist ein bisschen was zum Harrison. Aber nicht so wild, muss man jetzt sagen. Bam, ja. Das war eine schöne große Grief Wave. Und Nikva konnte da einiges reinhauen. Rotation kommt jetzt von EGM. Der ganz gut am Roben ist, ja. 3 Minuten. Hat er schon seine Tranquil Boots. Casually Mud Golems farmen. Okay. Hat halt sonst nichts zu tun. Boogie ist jetzt halt nach dem einen Overwhelming Odds schon wieder sehr weit zurück. Außerdem, Level 2 ist auch schon wieder vorhanden. Das ist einiges an Damage, wenn er einen großen Creep Wave drin steht mit seinem Boar. Das wirkt halt so ein bisschen gegen ihn. Seitdem haben wir Trixie, der versucht jetzt so ein bisschen den Wald wieder zurückzubekommen, aber schwer. Ist schwer. Nikva will einfach nur den Boar haben. Der nervt ihn. Aber auch das wird nichts. Von daher, ja, Boogie und Nikva doch recht even. In der Mitte, wie sieht es mittlerweile aus? Pykat hat ein bisschen nachgelassen, aber nein, Quatsch, 16-16. Mit ein paar Änderungen in die Nice. Ja, Trixie liefert sich einen Stairdown mit EGM. Aber EGM, nein. Ist ein bisschen spät, kriegt jetzt sogar eine Invis-Rune. Und wird natürlich direkt in die Mitte dippen. Oder Mitte rotieren. Tja, Matumaman und Valix haben hier unten ein bisschen Zeit wieder aufgeholt und können haben ein bisschen Space bekommen. Immerhin. Die Lastits nehmen auch schon wieder langsam Gestalt an. Und Invis-Rune, wo ist Lion hier rum? Lion ist einfach nur im Jungle rum, okay. Macht das, was er sonst auch macht, ohne Invis-Rune. Ah, der Go. Zu früh gemacht von Pykat hier. Hofft halt, dass er ein bisschen was runterburnen kann, aber... Na gut, einer war das, oder? Nee, das war gar keiner. Und Legion Commander Boostmaster. Einmal nicht hingeguckt und Aki holt sich schon einen Kill. Ach, herrje. Ja, Overwhelming Odds. Nein, Smite. Ja, Test of Faith. So. Smite nicht ganz ähnlich, aber... Aber naja, 3-0 für Alliance. Nach 5 Minuten Grafen, ja gut. Alliance kriegt halt mehr als den Lanes, hat einen Jungle, einen Aki. Das ist natürlich klar. Alliance ist auch im Lastitz weiter vorne. Da wird die Lanes gut funktionieren. Von daher sieht das erstmal ganz gut aus. Boogie außerdem hat hier oben ganze große Probleme und Level 6. Okay, es war sogar Level 7 und holt hier einen weiteren Winner raus. Das ist ja eben schon gegen Gank genommen, nachdem er Level 6 war. Von daher wird die Lane für Boogie jetzt tabu sein. Kann sich jetzt nicht mehr zeigen. Lane, Top Lane ist verloren. Auf der Mittellane gibt es Nemphi, der ein bisschen zu weit vorne ist. Pykat wurde gegoat, aber rechtzeitig weg. Trixie kann noch das Schild anmachen, aber
Weiß nicht. Kurier. Oh, schöner Deny. Der Kurier ist kein Hex von Laien, was ich eben so irgendwie ausgegangen bin. Ah, 06. Wieder Chen. Hauptsächlich Chen-Play. Also gut, am Anfang war das ein bisschen doof gelaufen. Aber jetzt, ja, in jedem Kill ist eigentlich Aki beteiligt worden. 0-3 erst. Obwohl das anders aussah. Oben, unten, Mitte. Ja gut, der zweite ist nur passiert, weil durch Aki noch das erste Duell gewonnen hatte, ja. Und der erste war halt auch, war Aki nicht beteiligt. Okay, Hälfte der Kills beteiligt, ist doch schon mal was. Pikehead Leshrac geht Aga, ne, geht Bloodstone first. Ist auch interessant, dass er hier nicht die Mana Boots first holt, aber gut. Aber naja, es sind halt auch schon drei Creeps. Und wird das ein Go hier? Ist so sehr vorsichtig, Aki, hier mit seinen Creeps. Das sah schon fast nach einem Dive aus. Aber das wird hier definitiv ein Dive sein. Oder kommt. Und da kommt noch mehr. Ja, Superman ist jetzt zu weit vorne. Schneller Shadow Dance. Kann er hier rausjumpen? Ah, kann er. Aber Mars-TPs müssen jetzt hier aufpassen. Und, schöner Roar auf Loda. Muss hier rausspinnen. Der Damage reicht tatsächlich nicht. Oh, die Axt gerade so. Schön macht vom Beastmaster. Loda geht down. 6-1. Und 600 Gold, 800 Erfahrung, ja. Totally worth it. Ja, Pikert kommt hier hoch. Macht erst so seine Nova an. Aber frifft halt in den Bohr. Immerhin 36 Gold. Muss mit allem zufrieden sein, was man bekommt. Tja, Loda ist jetzt ein bisschen zurückgerutscht. Hinter Nemphi. Aber apropos Nemphi. Einfach Zootrennen. Das Edik und den Pulsen aber macht so viel Damage, dass Pikert tatsächlich auf dem Leshrac dann eine ziemlich gute Wahl ist. Gegen Nemphi. Gegen die TA. Muss man schon sagen. Aber nur halt auch, weil es gut funktioniert. Andererseits die Lane auf Leshrac, ja. Ist halt ein guter anderer Counter halt, als er ständig halt Venomancer. Wenn Venomancer halt gar nicht reinpasst, ihn gerne mehr Stunts hätte. Und wenn man halt auch ein paar Setups hat, wie jetzt hier Lion und Chen, dann ist es ein ziemlich guter Held. Ist halt ein bisschen squishy für einen Carry Mid-Held. Aber ansonsten ist Leshrac ein ziemlich cooler Held. Ja, Trixie. Ja, Pikert hat jetzt ein kleines Problem. Und TP raus. Schön gemacht. Und raus. Ha. Damn Place. Und hat hier sein Soul Ring fertig. Ist halt auf dem Weg zum Early Bloodstone. Ist immer noch der Weg, wie man Leshrac noch baut. Ja, danke für den Boar. Das waren auch nochmal 60 Damage. 60 Gold. Und was war das eben, was ich highlighten wollte? Irgendwas war hier noch. Blink Dagger für Legion. War das das? Oder Juggernaut hier schon? Nee. Blink Dagger Legion, ja. 10 Minuten. In 10 Minuten. Mission Hauptbahnhof. Zum Blink Dagger. Nicht schlecht. Ja, und das ist halt auch der erste Tower. Mit Pikert gar nicht mehr so schwierig. Und ja, doch, Edikt wird jetzt benutzt. Hauptsächlich um den Last Hit zu bekommen wahrscheinlich. Und ja, nein. Was? Okay. Immer so eine Sache. Aber gut. Top Tower wird verteidigt. Aber der Hawk sieht es. Sieht hier Loda kommen. Oh, und schön. Der Silence drauf, sonst wäre das ein Jump geworden, aber Nick war es da. Kommt weit von hinten. Aber ja, Pikert bringt ihn um, dafür, dass Nick war halt da rein muss. Oh, und Stun auf 2 von EGM und noch ein Hex für Nemphi übrig, aber der hat eine Invis-Rune. Passiert nichts. Trotzdem 1-10 schon. Holy moly. 7500 Gold vorne. 5000 Erfahrung.
Das sieht mir... Tja, da müssen 4AC doch was machen. Denn sie werden hier definitiv von den Alliance überrannt. Die tatsächlich aber mit dem Leshrac eine ziemlich coole Antwort auf die TE haben. Und damit hat auch im Draft einen gewissen Vorteil, dass sie erkämpft hatten. Ja, das sind die Mana Boots. Und das sind... Na, das ist schon im Bloodstone, bis auf das Rezept. Das müssen wir noch kaufen. Nächste Duel. Das ist schon wieder fertig, was? Ja, Duel mit 45 Sekunden ist halt einfach krass. Beziehungsweise 50, ja, aber 5 Sekunden Duel. Es geht im Bach oder für 4FC. Die Frage ist halt, was sie dagegen tun können. Das ist die große Frage hier. Und sie sind weit zurück und müssen halt irgendwas tun. Wenn sie mir die Grafen angucken, holy shit, 10.000 Gold sind allein vorne. Nach 12 Minuten. Das kann ja nicht mehr länger als 5 Minuten. Winker, winker, nutsch, nutsch. Dauern. Aber nur 7500 XP immerhin. Das läuft noch für Voreinkers und Sea Captains. Trotzdem sehr schlecht sieht es da aus. Beziehungsweise sehr gut für Alliance. Die natürlich, wie gesagt, ja auch so ein bisschen um den Invite spielen. Denn wie viele schon angenommen haben, ist halt das Problem, dass Alliance Zeit eine schlechte Zeit durchmachen. Und eventuell zum ersten Mal in der Dota-Geschichte keinen Invite für das International bekommen. Aber so wie sie bisher hier losgehen, scheint das doch in greifbare Nähe wieder zu rücken. 1 zu 12 jetzt hier für Alliance. 7 zu 0 für Pikehead auf dem Leshrac. Und eine richtig starke Performance. Der Tower Glyphe ist noch da, aber ich weiß nicht, ob sie die Glyphe jetzt hier anwenden wollen. Wollen ja wenigstens einen Tower rausbekommen. Mal schauen, ob sie das bekommen. TPs sind nicht da. Es wird einfach T3 genommen. Das ist meine Minion-Armee. Die 4 Creeps of Chen sind eindeutig gut geworden. Und jetzt auch noch die andere Armee da. Und mein Tumor-Man, holy crap, kommt rein, macht Shadow Dance an und ist schon halb tot. Ha, jetzt Pikehead hat ein großes Problem, aber... schönes Ulti von Ake hier. All are healed. Und wahrscheinlich gleich beim Gegnern kommt dann auch schon sehr schnell das All are fucked. Der zweite Attack kommt. Was haben sie noch? Sie haben keinen Raw mehr. Schwierig. Duel ist jetzt schon draußen auf Boogie auch noch, der auch sowieso keinen Raw hat. Winner, Winner, Chicken Dinner. Ein weiteres Mal Trixie Ulti Bounce auch schon. Nemphi ist ein Fisch und als so einer kann er halt nicht so viel tun gerade. Nikva ist low, aber klar, die Healing Ward geht jetzt immerhin auch down. Immerhin für 4AC. Aber die ersten Racks sehen so aus, als ob sie down sind. Nach 15 Minuten. Matoma Man, holy crap, wird fast im Shadow Dance getötet. Ist gerade wieder auf cool, dann muss es direkt schon benutzen, um nicht von irgendeinem Snap zu holen zu werden. Und 15 Minuten Rex für Alliance. Starke Performance. Und Loda kommt hier rein. Double Stun, ja, aber Loda turnt direkt. Double Kill. Godlike für Pikehead und GG nach 15 Minuten für Alliance, die hier eine wunderbare Performance abliefern. Und vor Anchors und Sea Captains aus den Joint Dota Masters eliminieren. Was eine Performance. Vom International, vom einfachen International Gewinner. Alliance. Starker Shit. Starker Shit. Starker Shit. Und, tja. Pikehead zu 0. Zu 1 halt, ne? Auch. 16 zu 1. Das lief tatsächlich wie das erste Game heute von Team Empire gegen Meepwnt. Wo Meepwnt sehr starke Meepwnt haben. Aber ja. Null oder hat gefeedet. Hat, wie man hier sieht, 0-1-5 nichts in diesem Spiel gemacht. Such a noob. Calling Loda a noob priceless. Everything else as Mastercard. Gut. Alliance disqualifiziert vor ASC. Mit einer überzeugenden 2-1-Performance.
Und hat auch noch genug Spaß gemacht, den 4SC, der erste Fight war auch, auch ein schöner Stomp, von daher war es auch mal schön zu sehen, Alliance so gestompt zu werden. John Dota Masters beendet das heute hier und heute. Wie gesagt, morgen finden die John Dota Masters statt und zwar mit Moscow 5 gegen Game Online und Tinker gegen... Album Sheet. Irgendwie, AS ist nicht immer Aspera. Ja. Gut. Ja, wenn euch das gefallen hat, jetzt ist es ein Dota, bin ich auf Twitter zu finden. Hier der Dailymotion Sisterzone, Twitch Sisterzone und Hitbox, aber GBN, ja, wie hat es GBN von unserem Global Broadcasting Network, was euch dieses Game live gebracht hat. Am Samstag bin ich wieder dabei, um die Halbfinale zu casten und am Sonntag für das Finale. Von daher sehen wir uns dann wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann, gute Nacht.